Hallo ihr fantastischen Menschen, willkommen zu einer neuen Gameboy Homebrew Folge. Ich habe euch wieder drei, ich hoffe sehr unterschiedliche Spiele herausgesucht, die ich euch gerne präsentieren möchte. Und den Anfang macht Traumatarium, ein sehr sperriger Name, aber ein wirklich exzellentes Spiel. Ihr seht schon, alleine grafisch sieht das schon sehr gut aus im Hauptmenü und das zieht sich später noch weiter. Hat so ein bisschen sehr starken Vibe von Darkest Dungeon, falls der ein oder andere das gespielt hat. Das ist ja so im Prinzip so ein rundenweise Dungeon Crawler mit einer Gruppe, wo ihr euch dann halt von Raum zu Raum durch einen Dungeon durchkämpft. Das ist hier natürlich ähnlich, aber natürlich nicht ganz so komplex, sage ich mal. Natürlich etwas einfacher gehalten. Ich starte jetzt einfach mal ein komplett neues Spiel. Kurz vorweg, es ist hier nur die Demo, die ich euch hier zeige. Es ist eine physische Version geplant. Ich verfolge da den ganzen Geschehen so ein bisschen auf Twitter. Wann genau, steht glaube ich noch nicht irgendwie genau fest. So die letzten Schritte, um das Ganze fertigzustellen und wie soll die Cartridge aussehen und so weiter. Das wird da alles öffentlich diskutiert. So, auf jeden Fall, ihr werdet es schon sehen. Das ist, ähnelt wirklich sehr stark Darkest Dungeon. Also, falls ihr das Spiel nicht gespielt habt, ihr habt da wirklich so eine Art Dorf, wo ihr euch Kräfte sammelt, wo ihr auch einkaufen könnt und so weiter. Hier ist das natürlich das Town Center, wo ihr verschiedene Interaktionsmöglichkeiten habt. Ihr habt verschiedene Shops, ihr habt verschiedene Kneipen und so weiter. Ihr könnt euch natürlich durchaus hier vorstellen, was ungefähr die Läden alle so Pi mal Daumen machen. Da steht auch Coming Soon, kommt bald. Und hier habt ihr dann die verschiedenen Dungeons. Und ihr spielt ja keine Gruppe wie in Darkest Dungeon, sondern einen einzelnen Kämpfer. So, und wir gehen jetzt einfach hier mal in den ersten Dungeon rein. Da sieht man schon, okay, der erste Raum, eine seltsame Frau blockiert unseren Weg. Was machen wir? Reden wir mit ihr oder hauen wir ab? Ich würde sagen, wir reden mal mit ihr. Sie hat immer so Interaktionsmöglichkeiten. So, anscheinend will sie kämpfen. Das geht natürlich sehr einfach. Ihr seht, entweder A kämpfen oder B ein Item einsetzen. Ihr könnt euch, wie gesagt, verschiedene Items in der Stadt entsprechend kaufen oder hier natürlich auch finden. Und am Ende eines 10 Dungeons ist immer ein Boss. Ne? Und dann verdient ihr halt Kohle. Ihr könnt euch vorstellen, worum es ungefähr geht. Besonders krass finde ich hier wirklich die Grafik und die allgemeine Stimmung. Ihr seht, wie richtig liebevoll, hammermäßig das ist. Ich habe bisher nur das Demo gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie komplex noch das ganze Kampfsystem wird und wie sich genau die Items irgendwie auswirken. Aber da gibt es natürlich schon so einige Sachen, wie zum Beispiel goldene Äpfel, dass ihr beim ersten Mal nicht sofort sterbt, ne? Falls ihr eure Lebensenergie verlieren solltet. Ja, was machen wir? Eine Tür ist verschlossen. Ich würde sagen, wir durchsuchen sie mal. Okay, wir haben etwas Essen und Bandagen gefunden. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Okay, da haben wir einen Wasserfall, der irgendwie so rötlich schimmert. Seltsam. Sollten wir trinken? Ich würde sagen nicht. Nee, ne? Es könnte nicht gut sein. Und ich habe jetzt Leave gemacht, also abhauen. Genau, vorweg natürlich, ihr seht selber, ist es leider nur in Englisch verfügbar, aber ich denke mal, so die einzelnen Sprachschnipsel, so komplex sind die jetzt nicht. Wenn ihr in den 90ern als Kind irgendwie mit sowas klargekommen seid, dürfte das hier auch kein großes Problem geben. Ja, hier haben wir jetzt einen Tunnel mit einer niedrigen Decke und ja, crumbling, also ein bisschen bröckeligen Mauern. Gucken wir mal, vielleicht finden wir was. Ah, und es attackiert uns ein Skelett. Kein Problem. Wir bekämpfen das natürlich. Ich zeige euch nochmal kurz hier, wie man jetzt im Kampf auch entsprechend Bandage und sowas einsetzen kann. Also man geht einfach auf Items und wendet es an. Ist eigentlich sehr, ja, sehr einfach und sehr simpel gestaltet, was jetzt zu dem Gameboy passt. Und so kämpft ihr euch jetzt von Raum zu Raum in diesen Dungeon. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Dungeons mit verschiedenen Thematiken und so weiter. Hier in den nächsten Kampf. Und wie gesagt, ich bin wirklich geflasht von dieser wunderbaren Grafik. Also ich freue mich schon, wenn auf jeden Fall die Vollversion rausgekommen ist. So, wieder eine Mauer. Boah, untersuchen wir mal. Oh, eine Sirene. Wie gesagt, mit dem Kampfsystem, wie komplex das jetzt noch wird, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber ich finde das schon mal richtig geil, was hier bisher geboten wird. Und bevor ich hier euch viel zu viel vorwegnehme, kommen wir zum nächsten Spiel.
Als nächstes habe ich hier Finding Your Childhood. Das ist ein ganz, ganz kleines Spiel, was zu einem Spiele-Programmier-Jam entstanden ist. Das Spiel ist jetzt nicht sehr, sehr lange und es hat eine gar nicht so komplexe Spielmechanik, sondern sehr einfach. Aber ich wollte es halt einfach zeigen, weil die Grundidee so super sympathisch ist. Und zwar ist es so, wie ihr sich in der Story sehen könnt, dass ihr aufwacht und eure Cousins und Cousinen sind zu Besuch und irgendwie sind eure ganzen Spiele irgendwie im ganzen Haus verteilt und ihr sucht jetzt eure Spiele. Und mich hat das so ein bisschen geflasht, weil vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, als ich so ein bisschen mit dem Sammeln angefangen habe, habe ich mich dann mal auf den Dachboden von meinen Eltern irgendwie auf Suche begeben tatsächlich, um noch vielleicht ein paar Schätze von damals zu finden. Und unter anderem habe ich da dann wieder mein altes Super Nintendo wiederentdeckt und ein paar Spiele. Und genau so ein bisschen dieses Gefühl, so ein bisschen vermittelt hier das Gefühl auch. Und wie gesagt, es ist nicht sehr komplex, es ist auch nicht sehr lang, aber es ist einfach lustig. Also ihr seht schon, ihr wacht auf und ja, dann gucken wir mal hier, wo was rumliegt. Auch das ist natürlich nur auf Englisch, aber auch hier ist der Text überschaubar. Man kann sogar das Spiel speichern, wobei es jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig ist. Und wir gehen hier im Haus lang und hier seht ihr schon das erste Spiel. Und das finde ich halt sehr sympathisch so umgesetzt worden. Das sind halt auch die Spiele, die dem Ersteller dieses oder Erstellerin dieses Spiels entsprechend die Kindheit versüßt haben. Und das finde ich sehr sympathisch hier umgesetzt. Und hier Donkey Kong, natürlich Spitzentitel, müssen wir nichts zu sagen. Und so durchsucht ihr halt, ne? Es ist so, so kleine Sachen, wie zum Beispiel hier, ne? Es ist ein kleine Kommode oder ein kleines Schränkchen und auf der Unterseite der Schublade hat jemand einen P-Punkt gemalt. Hier haben wir die bösen Cousins und Cousinen, ne? Also 8 Spiele sollen wir finden. Wie gesagt, es ist halt nicht allzu sehr komplex. Hier haben wir das nächste. Es ist Yoshi's Cookie, auch ein wunderbares Rätselspiel. Und es geht so weiter. Also das Spiel habt ihr in 5 Minuten durch. Deswegen zeige ich euch jetzt auch nicht viel von diesem Spiel. Aber wenn ihr euch mal so ein bisschen auf eine etwas nostalgisch verklärte Suche begeben wollt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall nichts verkehrt machen. So, und als letztes haben wir ein Puzzle-Spiel dran. Und zwar In the Dark. Da kostet nur die ROM-Datei $4,99 oder ist auch als physische Version bei Bitmapsoft verfügbar. Und das ist ein sehr, sehr nettes Puzzlespiel. Es ist sehr stark mit einer Story aufgemacht und grafisch sind das natürlich sehr nett aus. Hier haben wir so ein bisschen jetzt gerade natürlich so die Game Boy Color Version. Ist aber auch kompatibel mit dem klassischen Game Boy, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Wenn ja, entschuldigt. Und es ist ein Puzzlespiel mit einer sehr, sehr, sehr einfachen Prämisse, aber was sich sehr geil spielt. Wie ihr seht, man kann speichern. Es gibt 100 Level, ich bin aber noch nicht so weit, aber ich wollte euch das Spiel unbedingt zeigen, weil es ist echt nicht so einfach, wie man denkt. Ich gehe jetzt hier mal zum Beispiel mit das zweite Level. Und zwar seht ihr hier das Spielfeld. Und das Spielfeld ist immer das gleiche, also die 3x3er-Matrix. Und eure Aufgabe ist es jetzt, alle Lichter auszuschalten. Das könnt ihr machen, indem ihr ein beliebiges Feld anwählt. Und wenn ihr das jetzt aktiviert, ändert das sich in das Gegenteil. Also wenn das Licht wie hier jetzt an ist, geht das dann zum Beispiel aus. So, zum Beispiel. Aber wie ihr dann seht, gehen alle die Lichter, die sternförmig oder in Plusform darum sind, gehen auch denn quasi an oder aus. Und dadurch müsst ihr natürlich immer so ein bisschen rätseln. Man kann jederzeit hier auch zurückschalten. Hier ist natürlich jetzt zum Beispiel die Lösung, dass ihr dieses Feld hier jetzt anmacht. Ne? Das geht, wie gesagt, plusmäßig ein Feld nach links und ein Feld nach oben und unten und ne, rechts und links. Schaltet sich jetzt alles aus. Und somit habt ihr das halt geschafft. Und es gibt halt für jedes Level so eine Paaranzeige, wie zum Beispiel beim Golf. Weil Golf ist ja die Paaranzeige, okay, mit so und so vielen Schlägen musst du jetzt hier eingelocht haben. Und so ist es hier, mit so und so vielen Zügen müsst ihr das einigermaßen knacken können. Wird natürlich etwas komplizierter nachher. Wie ihr seht, ich bin nicht weit, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Dulli, was dieses Spiel angeht. Aber ich versuche es immer wieder und immer wieder. Es macht fasziniert einfach so. Okay, also Paar ist 3. Das heißt, theoretisch in 3 Zügen kann ich jetzt dieses Level schaffen. Ich hoffe,
Ich schaffe das jetzt. Und zwar denke ich mir, okay, wenn ich das jetzt hier umschalte, dann kann ich das hier so schalten, dass wenn ich das jetzt hier aktiviere, das weg ist. Aber dann sehe ich gerade, habe ich mich jetzt aber selber in eine Falle manövriert, weil ich kriege das jetzt nicht mehr aus. Ich resette mal. Ich bamme mich jetzt natürlich hier. Aber das wäre möglich. Oder Moment. Wenn ich hier in die Mitte, dann habe ich das alles aktiviert. Ah, genau. Und dann aktiviere ich das hier. Dann wird das obere, das untere und das Licht in der Mitte weggemacht. Und dann gehe ich hier in die Ecke. Und dann habe ich das... Ne? Also so müsst ihr dann denken und euch da irgendwelche Vorlagen basteln und so weiter. Es ist echt nicht so einfach, wie ihr vielleicht denkt, weil im Prinzip man sieht dieses sehr einfache Spielbrett und denkt sich ja wirklich, okay, so schwer kann das schon nicht sein. Ich versuche hier mal eine ähnliche Strategie. Geht natürlich... Ah, und hier unten. Zack. Ne? Also eine ähnliche Strategie mit erst in der Mitte und so weiter, mit den Strahlen. Und wie gesagt, es gibt halt 100 Levels. Es wird alle 10 Level speichert sich das automatisch, euer Fortschritt. Und dann könnt ihr frei auswählen. Okay, Paar ist auch 3. Ich versuch's nochmal. Wenn ich jetzt hier unten... Ah, okay, dann ist das... Ja. Wie ihr seht, es ist alles nicht so einfach. Selbst wenn ich denn jetzt hier denke, okay, und dann gehen die beiden an. So gestalten sich halt die Rätsel. Ich will euch jetzt nicht noch länger zeigen, wie ich hier komplett verzweifle. Ich hoffe, euch hat meine Auswahl an Gameboy Homebrew-Spielen gefallen. Wie gesagt, müsst es euch für jeden Geschmack was dabei sein. Wo ihr an diese Spiele rankommt, da habe ich euch natürlich selbstverständlich unten in den Kommentaren alles verlinkt. Wie gesagt, die ersten beiden Spiele gibt es kostenlos als ROM-Datei zum Runterladen, wobei Traumatarium ist halt nur die Demo, kommt noch irgendwann die Vollversion. Und wie gesagt, hier In the Dark kostet allein die ROM-Datei 4,99 € oder ihr könnt bei Bitmap Soft das entsprechende halt auch in physischer Form bestellen. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.